Servus Leute, zurück zu Let's Play Heroes 6. So, wir haben in dieser Piratenmission das erste von den zwei erobert. Bisher hat sich noch kein bewegbarer Held gemeldet. Also, da hat sich noch keiner gemeldet und gesagt, hier, wir wollen das verhindern. Was du ja auch immer zu versuchen tust hier. Deswegen einfach mal in die andere Richtung. Irgendwo muss doch so Helden sein. Oder nicht? Wo sind die ganzen Helden? Haben die sich wirklich friedlich zurückgezogen? Das verwundert mich. Da gibt's Belohnung Vampire. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Vampire ist zwar gut, aber... Oh, rasende Zyklop. Aber das Problem an der Sache ist... Oh, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Nur Schwäche draufhauen. Das ist schon mal gut. So, jetzt so möglichst klein machen. Vielleicht kann ich ihn ein paar Mal killen und so. Oh, das sah gut aus. Sonst ist es schlecht. Einer ist gestorben. Aber sonst ist es schlecht. Wow, das war Damage. Das ist Damage. Was wollte ich jetzt sagen? Ich wollte irgendwas sagen, glaube ich. Was? Habt ihr... Gar nichts? Okay. Ja, wunderbar. Super. Na, der ist doch schon längst tot. Der ist schon längst tot. Jawohl. Ich hab keine Verluste. So wenig Damage. Was wollte ich sagen? Ach, Vampire. Vielleicht habe ich die Möglichkeit, die auch im Nachhinein noch zu holen. Jetzt. Da ist der weitere. Ein weiterer Obelisk. Vielleicht wollen sie sich anschließen. Das wäre super. Leider nein. Was? Oh, da ist ein Portal. Interessant. So, bewegt euch erstmal. Komm. Ihr wollt doch einen Kettenblitz. Ich kenne euch doch. Keiner kann sich dem Kettenblitz verwehren. Schaut euch an, wie wenig Damage die Skelette gemacht haben. Und Kettenblitz! Hingegen. Super. Ich glaube, für einen Magiehelden ist diese Mission viel zu einfach. Findet Crackhead Schatz. So, schaut mal an. Zwei-Weg-Geisterportal. Wohin führt das mich? Aha, okay. Cool. Aber erst hier Crackhead Schatz. Für Ressourcen, wenn ich hier bloß eine Base hätte, dann könnte ich das voll ausgeben. Aber so bringt das ja alles gar nichts. Wusch. Dum-dum. Kommt, ihr kleinen Harpien. Süß. Boah, ich kann mir vorstellen, so eine Elementarmee, die würde abgehen. Unter Crackhack. Unter Vayne. Golem is a Springer, Golem is a insane. Wir können noch ein bisschen herumfahren. Gold. Weil jetzt kann sie wieder neue Truppen kaufen. Frische Truppen, die ich dann einsammeln werde. Zum Teil zumindest. Und du, hier kannst auch frische Truppen kaufen. Die ich vielleicht einsammeln werde, man weiß es nicht. So viele Ressourcen und ich habe nicht jetzt, wo ich das so wirklich ausgeben kann. Naja, okay. Crackhacks Schatz. Das ist eine coole Mission. Ziehen lassen, gerne. Weil, ja. Und so. Ich glaube, ich sollte die Insel erstmal genau erkunden. Hier gibt es bestimmt ein paar gute Sachen. Sehe ich doch jetzt schon, dort oben zumindest. Warum wollt ihr nicht alle abhauen? Das wäre doch viel humaner für euch. Da muss ich keinen Blitzstrahl auf euch schleudern. Bum, 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 brum, bum, brum, bum, 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 brum, bum, bum, bum,
Bum, bum, bum, bum. Ich glaube, die Skelette machen deswegen auch extrem wenig Schaden, weil sie einfach nicht mit Magie skalieren und ich halt Magie-Schaden mache. Boah, Blitzelementare, wenn das... Man bräuchte... Warte mal, in irgendeinem Heroes-Teil gab es auch in einer Erweiterung Elementare als Fraktion. Das bräuchte man hier. Die zwei Schwestern. Legenden berichten von einer Insel, die von einem der Geister... Zauber zweigeteilt wurde, der seine Schwester... Zauberer wahrscheinlich. Seine Schwester aus der Geisterwelt zurückholen wollte. Seine Schwester kehrte nicht zurück. Dafür aber zwei andere Schwestern mit gewaltigen Dunkelkräften. Sie befahlen dem Zauberer, sie zu heiraten und ihnen Kinder zu schenken. Der Zauberer soll sie besiegt und ihre Überreste jeweils auf einer Insel und auf solche Weise bestattet haben, dass sie ihre Kräfte nie wieder rein können. Bestialisch. Bist du eine Schwester? Nein, also darfst du weg. Ach ja, ja, da gab es mal eine Elementarmee, da bin ich mir sicher. Kann ich mich erinnern. Weiß nicht, ob ich es gespielt habe, aber es gab da eine. Und die würde mit Vayne sehr gut zusammenpassen. So, oder generell mit jedem Magier. Geil, noch mehr Magieangriff. Was ist hier? Hinter Tor Nummer 2. Oh, wie passend. Aber, oh, hier ist nicht mal jemand, der es verteidigt. Was soll denn das? Das ist doch irgendwie... Irgendwas passt da absolut nicht. Das ist faul. Ich finde, das ist irgendwas ist hier faul. Das gefällt mir absolut nicht, dass hier niemand ist. Das ist viel zu einfach. Das kann doch nicht Sinn der Sache sein. Oder doch? Bin ich einfach schon zu stark, indem ich gründlich immer alle Push-Gebäude farme und so? Mhm. Oh, die sollen sich sowieso nicht mehr bewegen. Du bist tot. Das geht voll ab hier. Wir machen eins Blatt nach dem anderen. Alles wird hier abgefarmt. Ihr abgefarmt. Wusch. Oh shit. Das habe ich jetzt unterschätzt, dass ihr nochmal drankommt. Wusch. Dude. Dude. Was? Kein Gegenschlag? Ach ja, stimmt, war die Helden, die Kreaturenfähigkeit. Ja, die, da gibt's keinen Gegenschlag. Mehr Elfenamulett. Jetzt voll viele. Ah, Garnitur des Piraten kann man hier wahrscheinlich sammeln. Gut. Okay. Ist okay, ja. Verteidigung macht. Immer her damit. Oh, das macht mich einfach noch besser. Dann halten meine Truppen mehr aus. Oh, Kettenblitze. Im Doppelpack. So, das hat sich geöffnet wegen dem Schatz. Im Untergrund. Brauche ich nicht. Wozu brauche ich das eigentlich? Ich brauche eigentlich nichts. Es wäre interessant, wenn ihr... Na okay, ziehen lassen ist in Ordnung. Ich habe keinen Bock zu kämpfen. Interessanter wäre es aber... Ziehen lassen ist in Ordnung. Interessanter wäre es aber, euch mitzunehmen. Crackex Ghost. Geist der Vergangenheit. Ach, sind wir geschichtlich nach den Ereignissen der Hauptkampagne und nach den Ereignissen von Might and Magic X Legacy. Weil in Might and Magic X Legacy am Ende stirbt Crackex. Ah, hier ist der Geist. Dem sein Schatz wir wollen. Kapitän Hack, ich dachte mir schon, dass euer Geist Mühe haben würde, einen Schatz zurückzulassen. Hauptmann Vayne, ich freue mich, euch zu sehen.
Ein Nekromantenfreund von euch hat mich wegen etwas drachenverlassenem Gold verflucht. Wegen eines kleinen Schatzes, den ich für meine Enkeltochter versteckt hatte. Ich sollte euch helfen können, wenn ihr bereit seid, eurem Drachen zu begegnen. Nein, das würde nicht reichen. Meine Seele wurde verflucht. Wenn ich auf die falsche Art freikomme, verschlingt mich die Leere. Ich muss irgendeinen armen Narren finden, der mein Gold für mich stiehlt. Ah, und euren Fluch erbt. Ihr lasst es sehr verlockend klingen. Dann habe ich nachgedacht. Was ist schon ein kleiner Dunkelfluch für einen Todesfürsten wie euch? Würde er nicht einfach von euch abtropfen wie Regen von einem Segel? Tja, ich könnte wohl immer noch etwas Gold gebrauchen. Das nenne ich mal einen Freund. Bleibt nur noch die Frage der Wächterkreaturen. Hey. Kampf gegen die Wächter? Welche Wächter? Die? Sind das die Wächter? Oh. Ah, es sind ein paar mehr. Na gut. Aber dann kein Problem. Wäre nur die Frage gegen die Wächterkreaturen. Easy. Ja, ich weiß, die sind eigentlich noch in ihrer Geistform, aber... Ja, die heilen sich doch sowieso jetzt, glaube ich, wieder hoch. Und machen nichts anderes. Von daher passt es schon. So, ich vertraue darauf, dass ihr euch hochheilt und nichts anderes macht. Danke. Mein Vertrauen wurde nicht enttäuscht. Jetzt können meine Truppen nach vorne gehen. Den Rest erledigen sie in der nächsten Runde. 10 sterben. Mehr oder weniger will ich gar nicht. Mehr will ich gar nicht. Weniger will ich gar nicht. Das war's? Ihr seid frei von eurem Fluch. Und ich habe ihn mit Freuden von euch geerbt. Aber er wird wenig Wirkung auf mich haben. Die Leere fürchtet mich. Ich wusste schon immer, dass ihr mehr als ein Hauptmann der Windschwerter seid. Könnt ihr mir etwas über den Zauberer sagen, der euch verflucht hat? Ei, das ist leicht zu merken. Er hatte keine Haut im Gesicht. Ich dachte, er grinst, weil er über meine Witze lacht. Und dann verflucht er mich, ohne jeden Grund. Kein Sinn für Humor, wie sich herausgestellt hat. Ihr hattet ein unglaubliches Leben, Crackhack. Alter Haudegen. Ja, hatte ich. Und ich plane, mein nächstes Leben noch besser zu gestalten. Viel Glück dabei, eure eigene Geschichte zu beenden, Vayne. Oh, da freut man sich mal, einen netten Typen kennenzulernen. Und das, die Schatztruhe ist besonders interessant. Ja, minus Glück, das interessiert mich gar nicht. Überhaupt nicht. Dann doch lieber das Gold. Und Schätze, hier gibt's Schätze. Leute, Schwert des Nemesis. Sylvanische Rache, ein Erdschwert. Logbuch des Sägemeisters. Das ist interessant. Oh, Ring der Eile. Sehr guter Ring, aber ich habe keinen Platz. Kann das sein? Ring der Eile. Oh doch, geil. Damit beginne ich immer als Erster. Können die mir gar nichts. Da ich jetzt jede Runde Gold bekomme... Erfahrungspunkte. Nur noch Erfahrungspunkte. Und hier sammeln wir auch noch das Gold ein. Gold, Schätze, Ressourcen. Crackhack, danke, alter Kumpel. Da oben ist noch... Da oben ist sogar noch was. Das man auch noch besuchen kann. Jawohl. Crackhacks altes Schiff anscheinend. Mittlerweile verlassen. Okay. Wusch, tot. So, meine Geister. Was macht ihr jetzt? Da ihr euch nicht bewegen wollt, erledige ich das für euch. Vorne, nach vorne, nach vorne. Ist zwar nicht mehr notwendig, weil jetzt kommt Wutsch. Genau. Aber, nö. Noch ein paar extra Schätze. Jawohl.
So muss man als Nekromantenpirat leben. Boah, Nekromantenpirat, das wäre bestimmt cool. Vayne, möchtest du nicht aufhören, Schnitter zu werden, zu sein? Nekromantenpirat sein? Du hättest Begabung. Und schon einen Schatz. Das können nicht viele sagen. Bereits besucht. Blau führt mich direkt hier hin. Ja, okay. Das machen wir. Ich will zwar das noch nicht einnehmen. Ich habe noch keine Eile. Hier passiert hundertprozentig noch irgendwas. Irgendwas ist hier faul. Es riecht so faulig. Und das sind nicht die Untoten, die hier so riechen. Die Untoten sind gut. Gewaschen. Das sind die Orks. Die lauern. Ich habe ein ungutes Gefühl. So. Ja, neuer Fertigkeitspunkt. Und jetzt kommt einer der Zauber, die wir schon kennengelernt und lieben gelernt haben. Nämlich Zeitstase. Geiler Zauber. Mächtiger Zauber. Damit werden sich unsere Verluste noch mehr senken. Ich kann ja so viel Blatt machen. Ich kann ja alles Blatt machen. Ich bin so mächtig. Ich liebe es, mächtig zu sein in einem Spiel. Ich brauche keine Herausforderung. Ich möchte mächtig sein. OP sein. Verdientermaßen natürlich. Alles verdientermaßen. Oh shit. Ah, Gold habe ich ja doch gesagt, brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Da die Woche jetzt zu Ende ist. Schwupp. Zakera, bitte die Truppen anwerben. Besonders die. Oh, das wird. Das wird geil. Homoerotisch. So schön hier alles. Piu, piu. Diesmal habe ich sie nicht alle getötet. Das ist traurig. Andererseits, wir haben so viel Initiative. Wobei, die kamen nicht. Alle meine Kreaturen kamen nicht, kämen nicht dran. Das ist traurig. Nochmal die Piratenflagge, die habe ich ja schon. Na gut, gibt halt hier noch mehr Piraten. Ja, das brauche ich alle. Was gibt's hier? Belohnung gibt's Vampire, aber ich habe hier erweitert, oder? Ja, das ist. Oh, das ist sehr tragisch. Ja, das muss ich halt auch dann als nächstes holen. Ich muss halt dann meine Truppen ein bisschen ausdünnen und dann die ganzen Gebäude hier, wo man Boni bekommt, abgrasen. So und nicht anders, weil ich weiß ja nicht, was uns erwartet und ob da eine möglichst große Truppe, die übrigens jetzt noch stärker geworden ist in Machtsachen, die nicht uns hilft. Habe ich schon geholt? Ja. Mensch, mein Kurzzeitgedächtnis. Ausgezeichnet, ausgebildet. Weil ich so ein wirrer Geist bin. Ich denke pausenlos an 10 verschiedene Sachen. Und rede dabei auch noch. Das ist das Schlimmste. Ich versuche zu reden. Blitzstrahl. Was machst du eigentlich, wenn du gefroren bist? Dann kannst du gar nicht deine schönen Fähigkeiten einsetzen. Das ist doch traurig. Oder nicht? Kommt ja nicht mal einer hin. So schnell fällt er. More Experience. Das da und das hier, das brauche ich nicht. Jetzt muss ich echt mal schauen, was ich alles brauche. Halbmondbucht. Die Halbmondbucht ist eine sichere Zuflucht für Piraten und in ganz Aschern bei jenen bekannt, die ihr Leben auf den Meeren verbracht haben. Durch ihre natürlich schützende Form eignet sie sich perfekt, ein Schiff oder sogar eine kleine Flotte darin zu verstecken. Ja, das ist mein Bedenken. Die verstecken da irgendwas. Und sobald ich die Büchse der Pandora öffne, also hier das Tor, kommen die Gegner. Ich vertraue niemanden. Zakera ist noch nicht so gut im Verhandeln.
Vor allem, was würde es für einen Sinn ergeben, hier alle schutzlos zu lassen und mit den ganzen Helden abzuhauen? Das ergibt doch alles gar keinen Sinn. Oder was meint ihr? Was ist eure Meinung zu diesem Thema? Schreibt's in die Kommentare. Weil beim nächsten Mal werden wir herausfinden, vielleicht werden wir es herausfinden, was hier so wirklich gespielt wird. Hier sehe ich auf jeden Fall schon zwei interessante Dinge, die ich noch besuchen muss, bereits besucht. Dann bin ich eigentlich schon durch. Dann schnapp ich mir... Naja, brauche ich nicht. Ich glaube, dann warte ich noch eine Woche ab. Schnapp mir die Truppen, die Zakera Wobei, brauche ich auch nicht. Ich brauche die nicht. Ich glaube... Also, mit die meine ich die hier. Die brauche ich nicht zwingend. Oder Zakera können sie... Na, das dauert zu lang. Ich habe ja hier alles schon erledigt. Alles Wichtige. Also das Wichtige, die Bonus-Buff-Gebäude. Was Interessantes... Nein. Ja, ich gehe mal davon aus, dann werden wir beim nächsten Mal unser Tagwerk verrichten und das Tor öffnen und uns überraschen lassen, was da passiert. Also dann, was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Was wird passieren? Aber natürlich nur, wenn ihr keine Ahnung habt, also wenn ihr selbst spekuliert und nicht schon die Mission gespielt habt. Dann wäre es ja Spoilern. Das wäre uncool. Also, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.